Platz 1. Es war in der alten DDR. Familie Huber hat einen Papagei, der immer die Saukommunisten. Die proletarischen Schweine. Nieder mit der SED, krächzt. Eines Tages kommt eine SED-Lokalgröße die Wohnung der Familie besuchen. Die Hausfrau putzt die Wohnung blitzblank, aber was tut man mit dem Papagei? Der landet im Tiefkühler. Der SED-Mann kommt, begutachtet die Wohnung, lobt die Familie und geht. 3 Stunden danach denkt die Hausfrau an den Papagei, nimmt ihn aus dem Tiefkühler. Da krächzt er nur noch, liebe Kommunisten. Nieder mit dem Kapitalismus, und die Hausfrau fragt ihn, weshalb er sich so geändert hat. 3 Stunden Sibirien sind genug. Platz 2. Treffen sich 3 Hunde aus der glorreichen Sowjetunion, der tapferen Volksrepublik Polen und, naja, aus der DDR. Sofort fängt der Sowjethund an zu schwärmen, also bei uns läuft jetzt alles nur noch bestens, noch bestenser als je zuvor, Brüderchen. Seit diesem Gorbatschow, also ich sag nur, Perestroika, Glasnost und so, alles gut, da springt auf das ganze Volk der Iskra, wie sagt man, Funke über. Auch 4 uns einfache Hunde. Wir brauchen nur noch bellen, schon kriegen wir ein Stück Fleisch. Der polnische Hund kriegt große Augen, bitte schön, was ist Fleisch? Der DDR-Hund dreht sich links um, schaut nach rechts, noch einmal nach links und flüstert, bitte, was ist bellen? Platz 3. Sitzen 3 Gefangene in Bautzen. Erster Gefangener, warum sitzt ihr? Zweiter Gefangener, ich kam immer 5 Minuten zu früh. Da hat man mich wegen Spionage verurteilt. Zweiter Gefangener. Und warum sitzt du? Erster Gefangener. Ich kam immer 5 Minuten zu spät. Da hat man mich wegen Sabotage verurteilt. Erster Gefangener. Wendet sich an den 3. Gefangenen, und nun musst du uns sagen, warum du sitzt. 3. Gefangener. Ich kam immer pünktlich. Da sind sie dann draufgekommen, dass ich Westuhren hatte. Platz 4. Stasi-Beamter auf der Straße, wie beurteilen sie die politische Lage? Passant, ich denke. Stasi-Beamter, das genügt, sie sind verhaftet. Platz 5. Ist das richtig? Fragte der Klempner, in dieser Wohnung soll ein Rohrbruch sein. Bei uns ist alles in Ordnung, antwortete die Hausfrau. Merkwürdig. Wohnen denn hier nicht Kunzes? Kunzes? Die sind doch schon vor einem halben Jahr umgezogen. War ja wieder mal klar. Erst bestellen sie die Handwerker, und dann ziehen sie Hals über Kopf aus,